Ich komme auch bis dahin. Okay, bringt mir das irgendwas? Nee. Okay. Ich sag euch, ich kämpfe jetzt gegen den Typen, am Ende steht wieder da, ja, er ist kurz davor abzuhauen, ich dreh wieder am Rad, krieg Panik ohne Ende, weil ich das Vieh eigentlich töten will, was ich zur Hälfte totgeschlagen habe. Ich meine, wer jetzt nicht wütend war, war dieses, Namen kenne ich nicht, elegante Vieh mit Reißzähnen will mich töten, halt auch ganz nett, also das war fast tot. Und danach habe ich angefangen, Bursche zu bauen, es wurde wütend und ein bisschen Leben kam dazu. Hi. Ich glaube, ich muss gerade für diese leichte Armbrust und noch ein bisschen den Rückstoß nach unten setzen. Oder nicht ganz so aggressiv angreifen. Ich glaube, zweiteres eher. Ein bisschen aufpassen, was die mache. Ich meine, ich kenne die Monster nicht und ich weiß jetzt, dass ich hart Schaden kriege. Daher habe ich den gerade die Luft rausgelassen. Wow, nee, er macht Wirbelsturm. Okay. Wahrscheinlich kommt er gleich wieder von oben. Ja. Nein, das ist kein One-Hit. Ich habe noch 2 Zentisekündchen meines Lebens übrig. Ich würde mal kurz den Maxi-Trank einnehmen. Weil, wie gesagt, irgendwas will ich jetzt noch töten. Und der nimmt zumindest meine Ausdauer nicht weg. Was ja schon mal ein Anfang ist. Er nimmt mein Leben weg. Und ich bin verwirrt. Okay. Das war ein Schlafporn. Oh, cool. Ich habe keine Explosionen mehr, ne? Aber ich habe Gift. Dann machen wir es halt damit. Hab ich genügend? Ich denke schon. Kann auch mal eins daneben schießen, nur um das Ding auszulösen. Das sollte wunderbar funktionieren. Ja, er ist vergiftet. Sehr schön. Wie gesagt, Schnitt macht am Schweif keinen Schaden. Also warum sollte ich Schnitt schießen? Ich habe noch keine einzige von seinen Fußsprung gesehen. Achso, wie bedeutet, wie? Ich habe nachher keinen Plan, was das Vieh ist. Interessant. So, au. Ja, ich hatte vergessen, dass ich keine Schüsse mehr habe. Selbst wenn, ich wäre, glaube ich, getroffen worden. Teufel Toni, sehr freundlich. Aber wir dürfen festhalten, all diese Monster sind, wenn sie Rage sind, unglaublich aggro. Was der Name Rage sagt. Und machen halt unglaublich viel Schaden. Und dieses Einsaugen von Luft führt dazu, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Wenn es einen trifft. Man wird halt weggesaugt, sozusagen. Aus dem Gleichgewicht gesaugt. Er saugt mich ein. Es ist eine kleine Hure. Okay. Habe ich auch für dich einen Spitznamen gefunden. Ich glaube, er wird dir nicht gefallen. Oder vielleicht auch ein Huren. Also halt eine männliche Hure. Von mir aus. Und der haut schon wieder ab. Ich will doch bloß ein was töten. Stirb doch einfach nur. Wo fliegst du hin? Okay, er haut noch nicht ab. Gut. Verwester Kadaver? Ist mir eigentlich relativ egal, ob hier ein verwester Kadaver ist. Es ist nicht das Monster, was ich suche. Es ist das Monster, was direkt vor mir ist. Ah, sie sind beide hier. Schön. Ist ja nicht so, als wenn ich gerade schon mad genug wäre. Nein. Um den Mad Sinu noch weiter zum Mad Max zu machen, müssen noch 2 Monster kämpfen. Okay. Schön, dass auch die Monster von hinten verwirrt werden können und nicht nur die Jäger. Und das ist also richtig schön in der Luft gemacht. Selbst ich habe damit teilweise Probleme. Und er ist schon wieder nicht mehr verwirrt. Sonst würde er nicht ganz so weit wegrennen. Hey ho, Bro. Ich bin hier. Ich bin da. Bemerkst du mich? Irgendwann? Irgendwie? Ja, ist nicht mehr verwirrt. Ist schon mal der Anfang. So, auf seine Fledermausohren zu schießen. Ah, okay, man kann nicht abhauen. Wenn das Windding kommt, ist man weg. Das war's. Man muss echt aufpassen, dass der Wind einen nicht erwischt. Und ich habe da hinten noch ein bisschen was liegen. Wäre eigentlich schön, wenn du mit hierher kommen würdest. Wie weit hinten ist es noch? Ah, hier. Genau hier. Ja, ich sehe, du hast es gefunden. Und ich mache noch mehr Schaden, wie das Ding offen ist. Also mit offenem Ballon. Nennen wir es so, wir nennen es Ballon. Macht er halt, kriegt er mehr Schaden an dem Ding. Hat auch wesentlich mehr Fläche. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich wieder tot bin, wenn ich nicht ausweiche. Deswegen sollte ich jetzt vielleicht mal nicht schießen. Weil das Vieh ja gerne One-Hit macht mit mir. Ich sollte mir eine bessere Rüstung von irgendeinem dieser Monster bauen. Und wir haben sein Palumpalum getroffen. Ja dann, den Paulumu. Paulumu heißt er. Schön. Gut zu wissen. Ich bin gerade voll geheilt worden.
Aber mit Maxi-Trank macht sogar nur die Hälfte. Wer hätte gedacht, dass es so wenig abzieht? Okay, was soll's. Ich bin tatsächlich für Fernkämpfer noch recht gut dran. Die Monster sind hier aber auch nicht die Schlauesten, oder? Aber guck mal, es explodiert, wenn ich dagegen schlage. Lass mal mit meiner vollen Körperkraft draufknallen. Ich wette, es ist eine gute Idee. Gut, ich muss jetzt nichts sagen. Ich kämpfe gegen Monster, die mich tausendfach getötet haben und will nicht aufgeben. Ja, gut, aber das ist Ehrgeiz. Bei denen ist es Dummheit. Und wir könnten auch versuchen, den nochmal zu reiten. Stimmt, deswegen wollte ich eigentlich gegen den anderen kämpfen, weil man den in der Luft reiten konnte, was ich voll geil fand, bis ich keine Ausdauer mehr hatte wegen diesem komischen Eiseffekt. So Ice Age-Style, was halt schon mies war. Nein. Kommt man hier eigentlich überhaupt irgendwie raus? Wenn er will, rennt er mich doch einfach um, wenn er mich einmal mit dem Einsaugen erwischt hat, oder? Also weit komme ich nicht. Ja, das kann ich mir abschminken. Das heißt, eigentlich darf ich mehr oder minder nicht direkt vor ihm stehen. Einfach nur aus dem Grund, weil dieses Saugen mich halt direkt erwischen würde. Und ich springe natürlich nicht. Jetzt aber. So. Bitteschön. Jetzt hast du aber was am Hals kleben. Extra nur für dich einmal eine schöne bunte Halskette namens Sinu. Ich hoffe, sie wird dir Freude und Spaß machen. Und du hast dir gerade selber wehgetan. Das tut mir sehr leid für dich. Ich sehe nicht, was du tust. Ich weiß nicht, wann ich blocken oder festhalten muss. Ah, ich habe ein Schnellfeuer. Okay, dann liegt er jetzt hier. Und dann würde ich sagen, das liegt noch hier. Und das... Fuck, ich habe nur einmal. Gut, dann Explosionen. Schön. Ja, Kopf ist kaputt. Ist doch schon mal ein Anfang. Besser als gar nichts. Nicht wahr, mein kleiner Freund? Wie auch immer du nochmal hieß, Pulum Pulum oder so. Wir nennen dich Palim Palim. Das ist nah genug am Original dran. Ein P kommt drin vor. Ein A war, glaube ich, auch mit dabei. So. Jetzt muss ich nicht mal mehr auf den Kopf schießen. Und ich tue es trotzdem. Aus eigener Dummheit. Oh, hier geht's auch noch lang. Ob ich da mal kurz reinlaufe, nur um dir eine Sekunde Auszeit zu gönnen? Würde ich tun, wenn ich könnte. Ah, das war der Ort, der mir nichts bringt. Um mich kurz vorm Kampf zu verstecken. Okay, sinnlos. Zumindest, wenn ich Leute töten will. Oh, Fußspuren, wo er wohl hingerannt ist. Oh, ich habe gar keinen Plan. Und hier irgendwo... was das wohl ist? Ich sollte es, glaube ich, nicht untersuchen, während er direkt davor steht. Ah, es war ein verwesendes Tierkadaver. Okay. Hier war irgendwo noch Material von ihm. Glaube ich, vorhin gesehen zu haben. Wahrscheinlich muss eine Wimperntrainer, weil er aus der Luft gefischt wurde. Okay. 100 Meter in der Luft. Ah, ja. Weit weg fliegen kann er. So viel steht fest. Gut, dann... versuchen wir mal ihm so schnell wie möglich... Oh, da ist das Vieh schon wieder. Wer der wohl ist? Ah, Ligiana. Den legen wir auch noch irgendwann, ja. Aber vorher, bevor der andere abhaut, der schon wieder volles Leben hat. Vorhin war es weniger. Wir kommen später wieder, Bro. Bro, keine Sorge. Er hat mich bemerkt. Ja, vielleicht ungünstig. Ne, warte, hier nicht. Hier kommt das Lager rein. Back up, back up, back up. Zurück, zurück, zurück. Ja, das machst du toll. Wir müssen hier lang. Und dann hier einmal runter. Das war knapp daneben. Und ich glaube, der Versuch, ihn zu treffen, hat ihm nicht ganz so sehr gefallen. Nein, in keinster Weise. Außer er wollte damit gerade kuscheln kommen, was ich sehr stark bezweifle. Ohne Scheiß, ist der Kopf wieder ganz? Der war doch kaputt. Der war absolut im Eimer, als jetzt mal ich ihn gesehen habe. Oder war das noch meine Schüsse? Komm her. Ja, das machst du wunderbar. Es ging nicht durch. Ah, aber er macht selbst. Das finde ich gut. Monster, die es sich selbst machen. Und mich dabei zusehen lassen. So gefällt mir das. Achtung, gleich kommt wieder Mr. Ramble Damble. Ja, kurz noch ein paar Meter nach unten. Das wollte ich sehen. Sehr schön. Viel Wind um nichts, hoffe ich mal. Nein, viel Wind um mein Leben. Ich muss mich daran erinnern, dass der, wenn er sowas macht, mich umbringen will. Ich bin schon wieder verwirrt.
Geh doch nicht auf mich, sondern auf Teufel, Toni. Ja, sehr schön. Und ich nehme gerade tatsächlich den zweiten Maxi-Trank aus Dummdiedelei, weil warum brauche ich das Zeug schon, ne? Das ging daneben, ne? Naja, von mir aus. Solange ich wenigstens irgendetwas hier getötet bekomme, was nicht abhaut, bevor ich fertig bin, bin ich völlig zufrieden. Muss ich mal sagen. Ich glaube, die Monster haben auch einen Ruhepuls. Es kann sein, dass ich vorhin das Leben von dem Typen mit seinem Ruhepuls verwechselt habe. Weil ab und zu ist es einfach wesentlich niedriger als sonst. Okay. Ich habe ein Ausrufezeichen um die Monster rechts unten. Ich kann mich nicht um alle kümmern. Deswegen nehmen wir erstmal ein paar Diamantsamen mit. Das tut gut. Dann ist das alles nicht absolut hundertprozentig sinnlos. Nur 50%ig, weil ich eine persönliche Vendetta führe, die zu nix führt. Gut, dass ich hierbei nicht sterbe. Und ein Donnerkäfer. Okay, nehme ich auch noch mit. Gucken wir mal hier lang. Nehmen wir jeden kleinen Pfad mit, weil ich gerade nicht weiß, wo es lang geht. Vielleicht ist ja irgendwas Wichtiges dabei. Yes, Bitterkäfer, sehr gut. Davon hatten wir zwischendurch keinen mehr. Was auch immer ihr seid, wenn ihr langsam genug seid, nehme ich euch mit. Sieht aus wie kleine Ich weiß nicht mal den Namen mehr von großer Fisch mit Stacheln auf dem Rücken, Monster Hunter Trail Ultimate. Kam glaube ich auch nur daran vor. Ich bin gerade kaputt, weil mich die Monster kaputt gemacht haben. Ich bin am Boden zerstört, Gott verkackt nochmal. Und jetzt treffe ich selbst das Ding nicht mehr. Ey, jetzt hör auf mich zu taunten. Das ist nicht fair. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Die komplette Umgebung. Ich mag das neue Gebiet nicht mehr. Es ist doch einfach nur scheiße. Alles hier will mich töten und alles hier schafft es, mich zu töten. Und Teufel Toni guckt die Wand an. Oh mein Gott. Okay, aber wenigstens gibt es hier Anglerfische und ey, Donnerkäfer, wunderschön. Mann, ich muss den Typen wiederfinden. Ansonsten bin ich am Arsch. Jetzt war der falsche Weg, hier ist gar nichts. Gut zu wissen. Habe ich überhaupt noch irgendwelche Schüsse im Paar Normalstufe 2er? Ich habe immerhin Perforation noch. Also Pürz ist noch mit am Start. Gut, dann, hier gibt es glaube ich keine Abkürzung. Hier muss ich einmal runter und wieder hoch. Ist wie in der Wüste. Das ist mir ein Rätsel, warum man sowas eingebaut hat. Aber, ist da? Von mir aus. Laufe ich halt hoch und wieder runter. Extra Umwege, gerne doch. Oben fliegen brauche ich mal nicht. Jetzt ist über dem Ausrufezeichen. Wenn ich noch wüsste, was die Ausrufezeichen bedeuten, wäre ich vielleicht noch mal ein Stückchen schlauer. Okay, ich verfolge gerade das falsche Monster, wie es aussieht. Aber vielleicht sind die zwei auch wieder am selben Platz. Kann ja auch sein. Die Muscheln habe ich schon mal durchsucht. Gibt es vielleicht nicht viel Neues. Ah, die hat sogar direkt Schlafkröte. Okay, gut, Tsitsi-Yaku ist nicht so schlimm. Den jage ich gerade eh nicht. Aber das bedeutet, dass wenn Tsitsi-Yaku fast wieder weg ist, wird auch der fast wieder weg sein. Ich habe doch Rationen mit, warum nehme ich die denn nicht? Ich hätte vorhin bei dem Eis meine Probleme auch so ein bisschen wie lösen können oder zumindest mindern. Ich muss ja nach oben klettern, ne? Yep, sehe ich richtig. Ich glaube, der schläft gerade. Er schlafwandelt. Vertraut mir. Ich bin da ganz sicher. So. So trifft man übrigens einmal elegant nicht und schießt wunderschön dran vorbei. Das kann man mal machen, muss man aber nicht. So, jetzt auch alles wieder an ihm kaputt. Sieht zumindest nicht gerade ganz aus. Und ich habe wieder Schüsse auf engem Gebiet. Mein Freundchen, ich freue mich darauf, diese Explosionen zu sehen. Eigentlich ohne, dass ich dabei wegfliege, aber das ist ja zweitrangig. Ja, genau so. Und jetzt bleib einfach nur am Boden liegen. Ganz freundlich, ganz lieb, ohne dich zu wehren. Na, ich glaube, das ist nicht drin. Ich glaube, bei meinen 4 und 3 Schäden, die ich mache, ist das irgendwie nicht drin. Da wirst Perforation Stufe 1 nicht stark genug, dass er direkt am Boden liegen bleibt. Obwohl das schon Ruhepuls von 0 hat. Auch jetzt ist es nicht gerade hoch.
glaube, wenn ich nochmal bis zum zweiten Mal von den Dingern überlebe, Achtung, da fällt er gleich wieder, kann ich vielleicht sogar den damit recht gut erledigen. Ich sollte nicht vergessen, dass ich mit Nahkampfangriffen auch nicht unbedingt scheiße bin. Also wenn er wirklich mal direkt vor mir steht, ist vielleicht zuschlagen wirklich die neue Meta, anstatt einfach wild rumzuschießen und sinnlos Munition zu verbrauchen, wenn Nahkampfangriffe sowieso stärker sind. Zumindest war es in der... Nein, Beta so. Ich will nicht verwirrt sein. Lebenspulver. Lebenspulver. Ich werde gleich sterben, wenn er auf mich landet. Auf mir landet, auf mir landet. So, dann einmal nachladen. Ist nachgeladen. Schön. Und... Nein, er gibt mir ein Bitch-Slap. Und ist vom Leben und vom Puls her wieder voll. Okay. Von mir aus. Sterben ist scheinbar was für Anfänger. Danke, Westpolt. Ich werde das mein Leben lang nicht vergessen. Das wäre jetzt schön für dich, aber mein Leben ist nicht mehr lang. So wie es gerade aussieht, ja, er hat hier höchstwahrscheinlich geschlafen. Das sieht sehr nach einem Schlafgebiet aus. Kletterbare Ranke, ich gehe da mal kurz hoch. Ich habe ihn gerade getötet? Bitch, please. So macht man das wenigstens in Style, ne? Das war jetzt vielleicht nicht das Beste, was ich hier veranstaltet habe. Es sollte ein Jagd- und Schlachtfest werden. Es war ein Jage hinterher und verliere Fest. Aber wir haben Paulumu getötet. Wenn ich jetzt mit diesem anderen komischen Tobi-Fing anfange, haut es wieder ab, bevor ich es getötet habe. Also... Ich muss zurücklaufen, ne? Gut, dann müssen wir zurücklaufen, wie es aussieht. Dann könnte ich vielleicht auch mich einfach töten lassen, was fast schon schneller gehen würde. Egal. Schauen wir mal, ob ich hier oben irgendwo ankomme. Sieht ganz danach aus, weil dann war ich da oben nämlich noch nicht. Also wenn, dann würde ich dieses Vieh jetzt nochmal machen, dessen Namen ich auch leider nicht kenne. Weil ich den wirklich gerne tot sehen würde. Einfach nur, um mich selbst gerecht zu haben, aber ich habe halt irgendwie keine Schüsse mehr. Und da halt die Zeit jetzt begrenzt ist, wie ich mitbekommen habe, ist es halt... halb scheiße anzufangen und dann nicht zu Ende zu kommen. Bisher hatte ich das Problem nur einmal, es war bei Anja Naft, da habe ich ihm kurz Hallo gesagt und dann ist er abgehauen. Das war jetzt nicht so schlimm. Aber ich meine, das Vieh war ja nun wirklich fast tot. Da habe ich zumindest so gesehen. Und dann ist es plötzlich wieder von den Toten zurückerwacht. Das war nicht cool. Absolut nicht cool von dem Typen. Ich verlaufe mich hier die ganze Zeit. Ich habe keinen Plan, wo ich jetzt lang gehe. Obwohl, hier war ich schon mal. Ich glaube, in die Richtung geht's zurück. Ich könnte mich auch einfach zurückfliegen lassen, ne? Na gut, dann werde ich das Gebiet nie kennenlernen. Also, ne, wenn ich hier nicht rumlaufe, dann merke ich es mir auch nicht. Genau, hier sind wir nämlich wieder am Anfang so ein bisschen. Hier sind die Typen. Das Schneekraut, was immer noch auf maximal voll ist. Und hier irgendwo konnte man durchkriechen, um dann den Weg nach oben zu laufen. Corrector? Uno Corrector. Mann, das nervt mich, dass ich das Schneevieh nicht töten konnte. Das war... Na! Das kratzt am Ego. Aber die Ausdauer, das Eis war halt... Damit kam ich nicht klar. Und dann war ich halt tot, bevor ich... darüber nachdenken konnte, dass ich darüber nicht, damit nicht klar kam. Und dann war meine Ausdauer weg, da war mein Leben weg und dann war ich wieder im Lager und wusste, ich habe Zeitdruck, weil es gleich abhaut. Und dann war es weg. Passiert. So. Genau, von der Expedition zurückkehren. Exakt, das war jetzt mein Ziel. Alter! Das war mehr nervig als sinnvoll. Wie viel Zeit haben wir jetzt hier verbracht? Sind das 2 Stunden oder 1 Stunde? Es ist 21 Uhr. Ich habe 2 Stunden da drin verbracht, um diese Monster zu verfolgen und danach doch zu verkacken. Zumindest haben wir ein paar Items von dem immerhin bekommen. Das ist schon mal ein Anfang, aber es fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Ich habe zwar dieses Paulum getötet, aber der Legianer ist halt einfach nur so, na, bin halt da, ich lebe halt noch. Ich zeig dir den Stinkelfinger,
Also, anders, ich baue einen Schneemann und der zeigt dir den Stinkelfinger. Ah, denn er ist jetzt frei, endlich frei. Er fühlt sich so grenzenlos. Ah. Ganz ehrlich, ich werde mich freuen. Ich werde mich förmlichst, innerlichst darauf freuen, dieses Vieh umbringen zu dürfen. Wie ich sehe, bist du mit leeren Händen zurückgekehrt. Wie schade. F-I-C-K-D-I-C-H. Hart. Wie auch immer, du hast Besuch. Yo. Ja, wen haben wir denn da? Meine liebsten beiden Schwerstarbeiter. Die Schwerstarbeiter, wer kennt sie nicht? Die Meister der dritten Flotte hat mir gesagt, dass du viel Zeit damit verbracht hast, im Korallenhochland den Zora Magdaros zu suchen. Sie meinten auch, dass weit unter dieses Tal der Verwesung liegen würde, was mich auf eine Idee gebracht hat. Wenn wir zum Tal wollen, brauchen wir einen Weg, dorthin zu gelangen. Daher habe ich den Wiederaufbau der zerstörten Basis vorgeschlagen. Indem wir sie mit Ballons ausstatten und wieder in ein Luftschiff verwandeln. Wie du siehst, ist die Anführerin auch begeistert. Ja, sehe ich. Oh ja, Ballons, so viele du willst. Die ist doch so fucking high, ohne Scheiß. Die ist higher als Bambino bei Pokémon Uranium. Aus der Luft können wir das Tal der Verwesung ungehindert begutachten. Hoffentlich können wir dort auch die Spur des Zora aufnehmen. Der Luftschiffingenieur übernimmt den Bau des Luftschiffs. Wir müssen nur die Materialien liefern. Was ich ein bisschen komisch finde, wir suchen den Zora Magdaros, ne? Wir suchen den. Im Korallenriff, wo jede Koralle noch intakt ist. Das Ding ist so verwinkelt, der kommt da doch niemals durch, ohne alles kaputt zu machen. Wir haben den gesehen. Der ist größer als das komplette Gebiet. Warum kam überhaupt die Idee, dass er da sein könnte? Egal. Nach Aussagen der Gelehrten sind Materialien von einem Monster namens Paulumu genau das Richtige. Was für ein Glück. Wenn du dich um die Paulumu-Jagd kümmerst, kann ich mich auf der Suche nach anderem Material machen. In Ordnung. Oh, und der alte Mann hat mich gebeten, das hier dir zu geben. Das ist ein materialenhiesiger, monsterhergestelltes Spezialwerkzeug. In Astera hatten sie eine Handvoll biologischer Proben auf Lager, also beschlossen sie zu nutzen. Der alte Mann hofft, dass dir die neue Ausrüstung im Einsatz hilft. Du wirst sie bestimmt gut nutzen, da bin ich mir sicher. Genau, also dann, mal los, viel Glück. Okay, ein Gleitermantel. Ballons der Himmel, das ist alles fantastisch. Ja, die ist immer noch begeistert. Ich gerade nicht mehr so sehr, weil, aua. Mein Ego ist gekränkt, ich selbst bin geschmerzt. Wir werden diesem Vieh auf jeden Fall nochmal Besuch abstatten. Indianer-Expertin. Oh, hi. Meine Lieblinge hier sagen, sie würden gern die Welt sehen, wenn das Luftschiff fertig ist. Ist das nicht toll? Ich finde schon. Okay, schön für sie. Ich dachte, du gibst mir irgendwelche interessanten Aufgaben. Naja, gut. Dann haben wir zumindest das schwächste Monster von denen schon mal mitgetötet, das Paulumu. Wir werden uns auf jeden Fall demnächst eine neue Rüstung basteln, weil das Vieh tat weh. Ich denke mir, ich werde mir auch von dem Vieh gleich die Rüstung basteln. Das bietet sich irgendwie an. Oder vom Anjanaf. Ich glaube, die Rüstung könnte gar nicht mal so scheiße sein. Werden wir beim nächsten Mal untersuchen. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr für sinnvoll findet. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Das waren jetzt die letzten paar Parts. War ein bisschen, tut mir leid, mäßig angehaucht. Weil ich habe mich da ein bisschen was reingesteigert. Was vielleicht nicht ganz so cool war. Nichtsdestotrotz, beim nächsten Mal gibt es die nächste Waffe. Ich fand Armbrust jetzt immer noch ganz cool, auch wenn ich jetzt nicht genug Schaden gemacht habe, bis gar nichts, aber es hat eine leichte Armbrust, damit muss man rechnen. Ich hatte auch immer keine Munition mehr, hätte ich die Elemente gehabt. Gegen Tobikadashi ging es ja, da hatte ich das Element, da hatte ich Gift, da hatte ich Freude, da hatte ich Spaß. Ich bin jetzt zur Expedition gegangen und hatte keine Munition mehr und dachte mir, fuck you all, ich schieß weiter. Ich habe Steine vom Boden aufgesammelt und damit geschossen. Effektiv. So effektiv war es zumindest. Dementsprechend haben wir auch ewig gebraucht, um den Typen zu töten. Aber na gut, es gab viel Kampf. Wir haben Elsa getroffen, wir haben Ruffy getroffen, wir haben Gypsoros in klein getroffen. Das waren so die drei Monster. Ich freue mich darauf, sie alle nochmal ordentlich zu töten.
und meine Rache zu holen. Dann wahrscheinlich nicht mit der schlechten Armbrust, sondern mit irgendwas anderem, was mir dann so einfällt. Bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören. Wartet. Sehe ich das gerade richtig? Ach nein, ich hatte gegen Donner minus 15. Das heißt, gegen den Tobi Kadashi, wo ich minus 15 habe. Okay, der ist schwächer als das neue Vieh wahrscheinlich. Weil das andere Vieh hatte ich halt Eis. Ich dachte, ich hätte Eis minus 15. Ich wollte mich gerade rechtfertigen. Okay, hat nicht funktioniert. Dann trotzdem jetzt. Adios amigos und hoffentlich auf Wiederhören.